Herzlich willkommen bei whiskyundmehr.com, eurem Online-Shop des Spirituosenhauses Ormlo. Heute möchte ich euch den Fireball vorstellen mit meinem Sohn Michael. Ja, der Fireball ist ein kanadischer Whisky, der in einem Bourbonfass gereift ist und mit schwarzem, rotem Zimt verfeinert wurde. Ja, was ich gelesen habe, da gibt es natürlich sofort eine Legende drüber. Und zwar in den 80er Jahren, angeblich, gab es einen Bartender, der was gegen Frostbite finden wollte. Also Frostbeulen. Ja. Frostbeulen. Ja, und da ist er dann auf die Idee gekommen, Whisky mit Zimt zu mixen. Also so ist er dann angeblich entstanden. Mhm. Ja, den gibt es ja natürlich dann schon ein bisschen länger. Allerdings war er bis 2011 eher ein Nischenprodukt, und zwar wurde der da in den USA, also in Kanada ist er schon relativ länger bekannt, da wurde er immer verkauft, auch in größeren Zahlen, aber dann bis 2011 in den USA hatten sie ein jährliches Verkaufsvolumen von ungefähr etwas über 1 Million Dollar. Dann haben sie ihre Marketingstrategie geändert und dann haben sie in 2013 schon etwas über 60 Millionen Dollar im Jahr davon verkauft. Und zwar ist das ganz interessant, und zwar haben sie mit relativ geringem Budget eine Social Media Marketing Kampagne gestartet und haben den Fireball direkt an Bartender versucht zu vermarkten. Ja, in den USA ist es hauptsächlich, oder was heißt hauptsächlich, da ist es gerne bei College Studenten als einen Shot wird das gerne getrunken, also so ein kleines, so ein kurzer. Ja. Und ja, also ist jetzt ganz beliebt. Mittlerweile verkaufen sie jetzt mehr als Jägermeister. Also das heißt in den USA natürlich schon was. Ja, gibt es sonst noch was zu der Herstellung oder zu der, was war es eigentlich? Ja, was hältst du von der Flasche? Die Flasche ist also schön, sie sieht richtig aus wie so eine, ich sag so eine amerikanische Western-Whisky-Pulle. Ja, ne? Also das Etikett haben sie auch sehr schön gemacht. Das sieht also am Rand ein bisschen aus, als ob man mit einem Streichholz, als ob es ein bisschen Feuer gefangen hat. Wie gesagt, von der Geschichte, von der Legende her, als der Fireball so in den 2000ern auch nach Europa kam und wir ihn also auch im Laden eingeführt haben, haben wir den Fireball bei einem Whisky-Tasting als Begrüßungscocktail angeboten. Also dieses Whisky-Tasting war im Januar und es war eisig kalt. Also wir hatten bestimmt minus 10 Grad diesen Abend. Und meine Gäste waren sowas von begeistert von dem Fireball. Es ist also wirklich jeder nach einer, zwei Minuten warm geworden. Und das Schöne an dem Fireball ist, also es ist im Winter, wenn ihr so durchgefroren nach Hause kommt und ihr genießt ein Gläschen davon, ihr werdet wirklich merken, ihr werdet in einer Minute, zwei Minuten warm werden. Das Schöne ist aber auch im Sommer, schmeckt der genauso gut erfrischend. Nur dann bitte eisgekühlt und mit einem Eiswürfel genießen. Also ja, es nimmt einem auch so ein bisschen die Hitze aus dem Körper. Dann, genau, darf ich noch einmal was dazu sagen. Jetzt gerade auch vielleicht für uns Frauen oder auch bei den Männern, die gerne backen oder kochen. Ihr könnt auch schön einen Schuss mit in einen Kuchen geben oder auch mal eine Soße verfeinern. Ganz, ganz tolles Geschmackserlebnis. Kannst du dich noch an den Werbespruch erinnern? Sag du mir mal in Englisch und dann gucke ich, ob ich ihn in Deutsch hinbekomme. Und zwar hat er einen ganz bekannten Werbespruch, der nennt sich It burns like hell, tastes like heaven. Ja. Also das heißt dann übersetzt. Ja, also taste a heaven, ja, er schmeckt wie der Himmel, und, aber das davor. Er burns like hell, brennt wie die Hölle. Ja, okay. Ja, dann wollen wir doch mal probieren, oder? Da wir ja im Moment Sommer haben, möchte ich den Fireball am liebsten mit einem Eiswürfel probieren. Ihr seht hier auch an der Flasche, also eine steht bei uns eigentlich immer im Eisfach in den Sommermonaten, weil es einfach wirklich erfrischend ist. Schön ist auch die goldene Farbe. Ihr habt ein richtig schönes Bernsteinfarbe im Glas, was euch sofort, auch von hier, ist der Zimtgeruch, der kommt sofort. Zeige ich mal einmal in die Kamera. Genau. Den habt ihr sofort in der Nase. Schön helles
ja, Bernsteinfarben. Mhm, doch, kann ich, finde ich auch. Also wie gesagt, sofort riecht ihr den Zimt. Ja, den hat man sofort, aber angenehm. Angenehm, also, na, ist, genau. Bei mir mit dem Eis kommt der Geruch jetzt nicht ganz so stark durch, aber ich kenne ihn ja auch im Winter ohne Eis. Also ihr habt dann noch so leicht die Pinienzapfen in der Nase, so wirklich ganz, ganz leichtes Gewürz. Riecht auch nicht stark nach Alkohol, das haben wir nämlich noch vergessen zu sagen. Prozent hat er 33%, ja? Also für einen Whisky-Likör ist das eigentlich normal, würde ich sagen, oder? Finde ich auch normal, vielleicht auch ein bisschen niedrig. Also ich kann jetzt sagen, mein Sohn probiert ihn ja ohne Eis, aber auch mit Eis, einfach toll. Sehr mir schmeckt er. Ja. Ja, du kannst schon die Schärfe vom Cinnamon merken. Mhm. Also der rote Cinnamon. Ich habe den auf jeden Fall, aber ich schmecke eigentlich gar keinen Alkohol. Also das hat auf jeden Fall kaum. Der genau, Cinnamon überlagert den Alkohol sehr angenehm. Ganz genau. Ich weiß jetzt schon, warum der bei College-Studenten so beliebt ist, weil man merkt den. Aber er schmeckt auch in unserem Alter oder älter. Sagen wir jetzt mal, seid vorsichtig, weil der geht relativ gut runter. Aber jetzt ist es ja relativ warm und ich trinke ihn ohne Eis. Der ist trotzdem angenehm. Mhm. Möchtest du mal mit Eis? Also da ist noch ein anderes Geschmackserlebnis, wenn ihr ihn pur trinkt oder mit Eis. Der Zimtgeschmack ist da, aber er kommt nicht so stark durch. Diese Schärfe ist beim Eiswürfel einfach nicht so vorhanden. Im Sommer ein Top-Getränk. Er schmeckt ein bisschen, obwohl er kalt ist, wie Weihnachtsplätzchen. Ja? Wie Zimtsterne, genau. Genau, so Zimtsterne, ja. Schmeckt der nach Zimtsternen. Ja. Also, ja, meiner Meinung nach, excellent, ja. Also auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch nicht zu viele Cinnamon-Schnäpse oder Liköre in meinem Leben getrunken. Also sehr angenehm. Es gab mal, genau, ein Whisky von Wemsi, der nannte sich Pete Chimney, also auch mit Zimt. Also der hatte auch die Wucht vom Whisky und die Wucht von dem Zimt dahinter. Ja, das Schöne ist, der ist ja auch für beides geeignet. Den kannst du ja im Sommer und im Winter ganz genau beides genießen. Ja. Ich denke mal, zum Backen auch. Ja, das war's ja. Ach ja, das zeige ich noch mal im anderen Video. Zeige ich euch dann gleich noch mal, wie man einen Fireball Atomic Shot macht mit Tabasco. Aber das machen wir ein bisschen später. Ja, willst du sonst noch was sagen? Also was ist dein Urteil? Bekommt er da unseren Stamp of Approval? Der bekommt unseren Stamp. Und wie gesagt, auch in Europa hat er ja auch die letzten Jahre wirklich einiges an Gold und auch an Silbermedaillen gewonnen und ich muss wirklich sagen, zu Recht. Und schmeckt er, wenn ihr ihn auch mal probieren möchtet, schaut einfach im Shopsystem nach. Wir würden uns freuen. Ansonsten habt alle einen schönen Tag noch. Bis bald. Tschüss. Tschüss.